Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts Data Science mit Milch und Zucker. Heute begrüße ich Thomas Neff. Er war Manager bei SAP und ist jetzt Gründer und Geschäftsführer des 10 Information Management GmbH. Herzlich willkommen, Thomas. Wir reden heute über Security, Sicherheit im Data Science Umfeld. Vielen Dank, René, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf. Ja, danke fürs Kommen. Wie schon erwähnt, wir reden heute im Security-Bereich. Du bist ja sehr guter Security-Experte. Und ich denke mal, das ist ein Feld auch, was Data Scientists oft übersehen, vielleicht gar nicht so berücksichtigen. Deswegen ist es ein sehr wichtiges Thema, dass wir das heute mal besprechen. Was kann man da berücksichtigen oder was würdest du vielleicht als Tipp mitgeben für Data Scientists? Wo fangen wir da am besten an? Ich denke, es ist sehr umfangreich, aber wie können wir da am besten einsteigen? Stimmt, wie du sagst, sehr umfangreiches Thema. Vielleicht ganz kurz vorab zu uns, zur 10 Information Management GmbH. Wir bespielen die Themen Informations- und IT-Sicherheit. Auf der einen Seite der ganze organisatorische Teil. Da gibt es eine internationale Norm, nennt sich ISO 27001, die sich eben um eine methodische Herangehensweise an das Thema Informationssicherheit kümmert sozusagen. Und alles, was da noch mit dranhängt, also die berühmten Sachen Awareness, also Bewusstsein und auch Dinge wie Maßnahmen rund um die aktive Steuerung der Informationssicherheit, beispielsweise Risikomanagement etc. Das ist das eine Standbein. Das andere Standbein ist der Bereich technische IT-Sicherheit, Penetration Testing, Vulnerability Scanning, hauptsächlich für Web-Applikationen und diverse andere Dinge, die da noch dranhängen. Zu deiner Eingangsfrage, wie fliegen wir das Thema an? Ja, Informations- und IT-Sicherheit, glaube ich, ist in jedem Bereich, in jeder Disziplin des Wirtschaftens ein Thema. Und im Vorgespräch haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, über Herausforderungen im Data Science Umfeld. Wenn man ganz kurz mal die Informationssicherheitsbrille aufzieht, worum geht's im Bereich der Informationssicherheit? Es geht um Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Das sind auch die Themen, die ganz aktiv in der ISO 27001 promotet und angesprochen werden. Und in neueren Ansätzen, neuere Forschung und auch die Praktiker, ja, die sprechen in Deutschland auch oft vom sogenannten VIVA-Akronym, gehören dann eben neben der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit auch noch das Thema der Authentizität mit dazu. Und man spricht da von den sogenannten Schutzzielen der Informationssicherheit. Und wenn ich mir jetzt überlege, so als Data Scientist, man geht mit großen Datenmengen um, man geht mit Modellen um, um Auswertungen auf diesen Daten zu fahren. Ich denke, nach meiner Einschätzung sind diese Schutzziele mit Sicherheit etwas, was doch jeden Data Scientist irgendwo auch berühren sollten und was wir eben häufig sehen in der Praxis und auch in unserem täglichen Doing ist, dass Data Scientists mal salopp gesagt auch nur Menschen sind, ja, und eben häufig, wenn in ihrer täglichen Arbeit da das ein oder andere Thema rund um diese sogenannten Schutzziele möglicherweise vernachlässigen. Okay, was sind da, ich denke auch, fangen wir mit dem einen Strang mit ISO 27001 an. Ich denke, es ist auch wichtig für die Data Scientists nochmal zu wissen, weil es kommt immer wieder dieses Fachwort, dass man dann nicht denkt, was ist das jetzt, ist es Magie? So, das sind ja konkrete Ansätze. Deswegen finde ich es wirklich super, dass man da mal reingeht. Können wir vielleicht einfach mal ein paar Beispiele durchgehen? Also du hast jetzt das VIVA gemeint. Ich fange jetzt einfach mal mit Informationssicherheit an. Ein Beispiel ist einfach, wenn ein Data Scientist Ergebnisse hat, dann sind es Informationen. Also die Daten analysiert und dann hält man eine Information und dass er danach ein Rechtemanagement hat. Also dass die Informationen nicht im Internet frei verfügbar sind, dass sie auch im Unternehmen dann mit dem Rechtemanagement zum Beispiel gesichert sind. Sind wir voll drin im Thema? Also was du jetzt gerade sagst, beschreibst, ist ja das Thema
Zugriffssteuerung auf Daten, was hauptsächlich dem Schutzziel der Vertraulichkeit dient oder in das Schutzziel der Vertraulichkeit einzahlt. Also die Frage, die sich da ja stellt, ist, wer hat denn eigentlich Zugriff auf diese Daten? Und wie gesagt, wenn ich mich nochmal an unser Vorgespräch erinnere, ich habe von dir gelernt, in eurem Geschäft geht es natürlich zum einen sehr stark um den Output, also das, was hinten als Ergebnis der Analyse rauskommt, aber eben auch sehr stark um das Modell und die, ja, wie sagt man so schön, die Intellectual Property und die Inhalte, also die Modell und das Modell und die Trainingsdaten. Und ich glaube, für alle die genannten Aspekte ist es durchaus von Relevanz, wer eigentlich auf diese Informationen Zugriff hat. Und genau das versucht man eben mit den Konzepten rund um dieses Schutzziel Vertraulichkeit zu steuern. Also sich zu überlegen aktiv, wer hat Zugriff? Da gibt es zwei grundsätzliche Prinzipien. Und das eine ist das sogenannte Need-to-Know-Prinzip und das zweite das sogenannte Least-Privilege-Prinzip. Einfach erklärt, Need-to-Know-Prinzip bedeutet, jemand soll nur dann Zugriff auf eine bestimmte Information oder auf ein bestimmtes Datum haben, wenn es für die Aufgabenerfüllung dieser Person unbedingt erforderlich ist. Und daran anschließend das sogenannte Least-Privilege-Prinzip, das besagt eben, wenn jemand schon Zugriff auf diese Daten hat, dann bitte nur in dem Umfang, der für die Aufgabenerfüllung auch unbedingt erforderlich ist. Konkretes Beispiel vielleicht. Jemand, der die Ergebnisse von so einer Berechnung konsumieren muss, ja, weil er sie für seine Aufgabenerfüllung braucht. Und es genügt vielleicht der rein lesende Zugriff. Der soll dann eben nicht auch Schreibberechtigung darauf haben, denn das wäre tatsächlich ein Verstoß gegen dieses sogenannte Least-Privilege-Prinzip. Ja, ist auch gut, Least-Privilege anzuwenden, wenn man irgendwelche Produktivsysteme hat und jemand kann irgendwelche Daten verfälschen. Dann ist natürlich nicht so gut. Jemand macht zufällig Delete All oder so und dann sind die Daten weg. Ist natürlich auch unbedingt. Ja, das ist ja mal das eine, was du gerade ansprichst. Es wäre eine Kompromittierung, jetzt also im Informationssicherheitsumfeld gesprochen, eine Kompromittierung der sogenannten Verfügbarkeit. Das heißt, jemand hat bewusst oder unbewusst die Informationen und Daten gelöscht. Dort sind sie weg. Was aber mindestens genauso schlimm in Anführungszeichen ist oder wäre, wäre, glaube ich, wenn man die Integrität kompromittiert. Und Integrität bedeutet ja, dass es keine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verfälschung von einem bestimmten Datum gibt. Da geht es also nicht darum, um 0 oder 1, also löschen, also vorhanden sein oder nicht, also um das unbeabsichtigte Löschen, sondern es geht darum, dass die Daten integer bleiben. Also dass es keine unbeabsichtigte Verfälschung gibt. Und ich denke, das gilt sowohl für den Output, der von Data Science Modellen erzeugt wird, aber auch für die Modellinformationen und für die Algorithmen selbst. Ja, und wenn man halt da möglicherweise nachlässig ist und vielleicht gar nicht mitbekommt als Organisation, dass da jemand bewusste Verfälschung durchführt, dann hat das möglicherweise negative Ergebnisse negative Auswirkungen auf die Ergebnisse. Also ein Beispiel wäre jetzt, man ist ein börsennotiertes Unternehmen, vielleicht im Nasdaq oder im DAX. Und dann muss jetzt der Data Scientist oder Data Scientistin eine Vorhersage machen und jetzt hackt sich jemand ein und sagt, Gewinn wird um 200% steigen. Einmal einhacken werden die Daten zu verfälschen, die analysiert werden. Das andere, was du schon angesprochen hattest, wäre ein Algorithmus auszutauschen, das jetzt einfach 200% vorhersagt und jemand kauft sich vielleicht Optionen an der Börse oder kauft sich die Aktien, weil er genau weiß, die wird steigen und macht daraus dann einen Gewinn. Das ist dann diese Integrität. Frage dazu, ist Integrität gleich Authentizität oder verbirgt sich da noch was anderes? Nein, da verbirgt sich noch was anderes dahinter. Vielleicht noch ganz kurz, perfektes Beispiel, was du gerade angesprochen hast. Also das ist übrigens auch das, worum es im Bereich der ISO 27001 auch immer geht. Und zwar macht man ja Informationssicherheit nicht um ihrer selbst willen, sondern um im Ende das Geschäft, völlig egal, was es ist, entsprechend abzusichern. Und das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist ein perfektes Beispiel eben dafür, wie möglicherweise Menschen auf Basis von verfälschten Informationen dann Entscheidungen treffen, die sie möglicherweise sonst nicht getroffen hätten.
Und was entsprechend auch dann durchaus starke negative Auswirkungen haben kann. Jetzt zu deiner Frage, Integrität versus Authentizität. Also Integrität meint die Unverfälschtheit von Daten und Informationen. Kann man sich auch ganz einfach vorstellen, wenn man sich eine Übertragung vorstellt, jemand überträgt eine Information zwischen zwei Parteien, A und B, dann meint die Integrität, dass diese Information vollständig, also bitweise unverfälscht beim Empfänger ankommt. Das beschreibt das Schutzziel der Integrität. Maßnahmen, mit denen man das im Bereich der Informationssicherheit umsetzen kann, sind beispielsweise kryptografische Verfahren, mit denen man Hashsummen, die sogenannte Prüfsummen ausrechnet und dann einfach Sender und Empfänger, die selber nochmal ausrechnen und man dann vergleichen kann und schauen kann, ist es identisch und wenn nein, dann weiß ich, aha, offensichtlich gab es auch bei der Übertragung eine Verfälschung. Authentizität meint was anderes. Und zwar meint Authentizität die Frage, ob die Information tatsächlich authentisch ist, also im Sinne von der Person stammend, die sie vorgibt, quasi zur Verfügung gestellt zu haben. Ja, also die Authentizität, die fokussiert eher so auf die Frage, wo kommt's her und ist die Person oder die Quelle tatsächlich authentisch im Sinne von derjenige oder diejenige, die sie vorgibt zu sein. Also es hängt ein bisschen, also wenn jemand Daten bereitstellt und die Quelle dann nicht authentiziert wurde, wie soll man das Fach? Authentisch ist? Authentisch ist, genau. Wenn die Quelle nicht authentisch ist, dann sind auch die Daten dann nicht integer. Zumindest mal, das ist nicht gesagt. Ja, es könnte durchaus sein, dass die Integrität trotzdem gewahrt ist. Aber etwas, was nicht im Wortsinne auch authentisch ist, ja, da weiß ich möglicherweise auch nicht, wie steht es denn eigentlich inhaltlich um das, was da geliefert wurde. Also eine Information, die nicht authentisch ist, da habe ich möglicherweise von vornherein schon Bedenken, was deren inhaltliche Wertigkeit betrifft, möchte ich mal sagen. Also Informationen aus nicht authentischen Quellen sind halt grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen. Und zwar völlig egal, ob im Businessbereich oder auch im Privatumfeld. Vielleicht sehr einfaches Beispiel. Ich rufe dich an oder es ruft dich jemand an und benutzt einen KI-gesteuerten Stimmencoder. Ja, und du merkst vielleicht, weil wir uns schon lange kennen, das klingt aber irgendwie komisch. Und du fragst dich, ist dieser Anruf authentisch? Also ist der Anrufer tatsächlich derjenige, für den er sich ausgibt? Und du kommst vielleicht drauf, indem du gezielte Rückfragen stellst in diesem Telefonat, dass die Person, die dich da gerade anruft, gar nicht ich bin, sondern jemand anders, der sich für mich ausgibt. Also man kann für diese ganzen Schutzziele tatsächlich auch Alltagsbeispiele heranziehen, an denen man sich das vergegenwärtigen kann. Ja, da muss man aufpassen bei Anrufen. Ich weiß es nicht, ich überlege gerade aus dem Data Science Umfeld. Da wichtig ist sich jetzt die Integrität, klar, ist ein Thema. Gehen wir vielleicht weiter. Wir haben jetzt die ISO. Sollen wir nochmal eine andere Regulatorik? Die ISO ist jetzt ja, ich denke mal, eine deutsche Verordnung. Gibt es auch von der EU noch Datenschutzverordnung oder Informationssicherheitsverordnung? Also die ISO ist erstmal als solche jetzt keine Verordnung, sondern ein internationaler Standard, mit dem man, also die ISO 27001, um da präzise zu sein, mit dem man entsprechend methodisch Informationssicherheit orchestrieren kann. Und um auf das Thema, was du gerade ansprichst, umzulenken, Thema Regulatorik, gibt es, haben wir ja wahrscheinlich der ein oder andere Hörer auch aus den Medien mitgenommen, im Moment gerade sehr präsent, das Thema NIS 2, Cybersecurity-Regulierung der Europäischen Union, die ja am, glaube ich, 24. Oktober diesen Jahres dann auch verbindlich in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Kraft treten soll. Die beinhaltet natürlich entsprechende Vorgaben. Da gibt es dann Meldepflichten und verschiedene Maßnahmen, die gefordert sind. Es gibt auch die Anforderungen zu einem risikobasierten Ansatz, also dass man eben methodisch auch Risiken, Cybersecurity-Risiken entsprechend erheben und mit denen auch umgehen soll. Und die ISO 27001 ist ein prima Werkzeug, um den Anforderungen der NIS 2 und anderer Regulatorik-Vorgaben, nicht nur aus dem europäischen Raum, sondern auch aus den USA oder anderen Rechtssystemen auch
die auch abzudecken oder konform zu sein mit denen. Also es gibt keine hundertprozentige Überdeckung, aber grundsätzlich kann man sagen, Organisationen, die heute schon Informationssicherheit mit einem ISO 27001 ISMS, wie man sagt, einem Informationssicherheitsmanagementsystem aktiv steuern, die haben recht gute Voraussetzungen, dass sie einen großen Teil der Anforderungen, die sich aus der NIS 2 Regulatorik ergeben, tatsächlich schon abgedeckt haben, sofern der sogenannte Scope oder der Anwendungs- oder Geltungsbereich dieses ISMS entsprechend passend gewählt wurde. Jetzt wollte ich gerade einen Übergang machen, dass man die ISO 27000 nicht braucht, da es ja nur ein Standard ist und nicht Regulatorik. Aber jetzt hast du schon gesagt, man braucht es oder es ist empfohlen umzusetzen wegen der anderen Regulatorik. Und was halt auch nochmal wichtig ist, auch wenn es jetzt keine Überprüfung kommt vom Unternehmen, machen auch viele Unternehmen selbst Tests, sogenannten Pen-Tests. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Also ich denke mal, das ist auch mal ein wichtiges Beispiel für Data Scientists, also betrifft das Ganze die Arbeit. Nehmt an, ihr arbeitet jetzt ganz normal wie ein Softwareentwickler und dann wird einfach mal getestet, ob ihr sicher arbeitet, ist für die Unternehmen wichtig. Man hat schon öfters gehört, die Erpresserversuche in den Medien, dass jemand Zugang hat, Daten vielleicht stiehlt oder Systeme lahmlegt. Und da will natürlich nicht derjenige sein, der das Tor geöffnet hat. Und dazu gibt es dann die Pentest. Kannst du da nochmal kurz dazu sagen und vielleicht auch dann noch, was du häufig findest? Unbedingt, ja. Also wo die ISO 27001 eben das organisatorische Framework bildet, da gibt es eben dann auch irgendwann den Übergang in die Technik, ja, und du sprichst gerade an, Penetrationstests sind eben ein Mittel zum Zweck, um Anwendungen, Organisationen, aber auch Menschen mal, salopp gesagt, auf den Zahn zu fühlen, um mal zu gucken, wie resilient ist dann das Prüfobjekt, ja, gegen entsprechende Angriffsversuche. Das hat ganz viele verschiedene Dimensionen. Ich fange mal an mit dem Thema Applikationen. Ja, also auch im Unternehmensbereich, im Data Science Bereich, egal in welchem Bereich, wird ja sehr viel Software verwendet. Entweder Software, die von der Drittpartei kommt, Commercial Off-the-Shelf Software, oder aber auch selbstentwickelte Software. Und wohingegen, wenn man davon ausgehen kann, es gibt auch genug Gegenbeispiele, dass es nicht so ist, aber gehen wir mal davon aus, dass ein Softwareanbieter, der ein Stück Software an ganz viele Organisationen verkauft, dieses Stück Software auch regelmäßig selbst pen-testet und auf Sicherheitslücken untersucht, so ist das halt typischerweise nicht immer der Fall bei eigenentwickelter Software. Ja, und da geht es also darum, bei so einem Pentest einfach mal zu gucken, sind da im Coding, in dem Softwarecode, sind da irgendwelche Lücken drin, die möglicherweise Angreifer ausnutzen könnten, um in die Software einzudringen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Beispiele dazu und verschiedene Lücken. Mag jetzt da gar nicht ins Detail gehen, aber wenn man sich anschaut, wie viel, was wir eben sehr häufig finden, das sind alle Arten von Informationen, die irgendwie im Code vergessen wurden. Ja, also wenn man sich mal überlegt, dass vielleicht irgendwelche zur Entwicklungszeit irgendwelche Hintertüren eingebaut waren, ja, die dann ihren Weg in die Produktionsversion gefunden haben. Das kommt eben sehr häufig vor. Und wir untersuchen aber häufig auch den Softwareentwicklungsprozess als Ganzes. Ne? Und was wir auch immer noch sehr häufig finden, sind beispielsweise Kennwörter in Git-Repositories. Ja, das kommt leider auch immer noch vor. Und hängt eben... Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor wir da gleich dazu kommen mit den Anwendungen. Ich glaube nicht, das ist ein wichtiges Thema, vor allem im Data Science-Umfeld. Also wir haben ja, ich denke, die Programmiersprache schlechthin. Es gibt natürlich auch andere, vielleicht R. Aber das ist ja ähnlich. Es gibt Python. Da kann man ja relativ einfach Libraries installieren. Also normalerweise ist alles kostenlose Libraries aufgebaut. Pip install NumPy, Pip install Pandas, Pip install TensorFlow. Das sind alles Open Source Tools. Ich denke, das ist ein großes Einfalltor. Vor allem mit 4J. Das war vor 4 Monaten, glaube ich. Das ist ja auch Open Source Tool, Log4J. Das wird allen Java-Anwendungen verwendet. Das war dann ein Riesenthema. Updates. Ein paar Jahre ja schon. So. Ja. Nein, das war dieses Jahr. Also ich glaube, Log4j kam nochmal hoch, glaube ich. Ja, aber die ursprüngliche Log4j-Lücke ist schon einige Jahre her. Ja, aber du hast völlig recht. Bisher, aber es wurde erst dieses Jahr erkannt. Das heißt, die ganze Zeit war das dann offen und die Lücke dann mit drin. Und ich glaube, da ist auch Data Science, ich will es nicht sagen, anfällig, aber es hat halt natürlich viel Open Source Charakter vom Python Framework. Also definitiv.
Ich möchte mal, ich war neulich auf einem Vortrag oder auf einer Podiumsdiskussion, da habe ich zum Besten gegeben, naja, Software wird heute oft gar nicht mehr selber entwickelt, sondern die wird zusammengestückelt aus verschiedenen Lego-Bricks. Und was du gerade sagst, die Libraries sind eben einzelne Lego-Steine. Ne? Und niemand weiß so genau, was in diesen Lego-Bricks eigentlich drin ist. Und deine Vermutung, die ist völlig richtig. Die Herausforderung ist, man benutzt häufig Bibliotheken aus mehr oder weniger bekannten Quellen. Ja, man weiß auch nicht, wer die Maintainer sind. Englisches Wort, aber ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer wissen, was gemeint ist. Wer die Maintainer sind. Es gibt nicht immer eine Gewähr, dass Sicherheitslücken, so sie denn entdeckt werden, auch schnell gefixt werden. Und jetzt kommt's. Die große Krux ist, häufig sieht man eben auch auf der Entwicklerseite eine gewisse Intransparenz darüber, was eigentlich in so einem Stück Code an Drittlibraries eingebunden ist und was nicht. Da gibt es mittlerweile auch Lösungen dafür oder auch Konzepte und Herangehensweisen, um das zu adressieren. Das Stichwort an dieser Stelle ist SBOM, Software Bill of Materials. Der Begriff, der ein oder andere schon mal gehört hat vielleicht. Aber im Ende ist die Herausforderung immer, dass man ein gewisses Bewusstsein schaffen muss bei den handelnden Personen, und das sind eben die Entwicklerinnen und Entwickler, dass die ein Auge darauf haben müssen, was sie in ihre eigene Software einbauen und was wo querverlinkt ist, und dass sie vor allen Dingen auch relevante Quellen, also beispielsweise Zertmeldungen, selber beobachten müssen und dann auch agieren und reagieren müssen, wenn in einer Bibliothek, die sie verwendet haben, eine Sicherheitslücke entdeckt wurde und die gefixt wurde, indem man beispielsweise die neueste Version von dieser Bibliothek dann einbindet. Also so wie es sich jetzt anhört, ich glaube, ganz verhindern kann man das einfach nicht, weil wenn ich jetzt überlege, Python-Bibliothek, da ist ja NumPy-Library, die wird überall eingesetzt, die Dokumentation ist schrecklich, also man sieht also oft keine Docstrings, ist aber jetzt schon wirklich verbreitet, dass es eingesetzt ist. Man kann es einfach nicht verhindern, wie du auch schon sagst. Was dann wichtig ist, vielleicht nicht jede Quelle nehmen, also wenn man im Internet irgendwas findet, ein tolles Package, was jetzt vielleicht ganz wenig eingesetzt wird, das vielleicht nicht zu verwenden, wenn es zu einfach ist, also nicht zu viele Libraries einsetzen, nur die großen Standard-Libraries, wo vielleicht auch noch eine Firma dahinter steht, wie zum Beispiel MFLow ist dann Databricks als Company dahinter, wo das Ganze dann noch sicherheitsmäßig macht. Und was du dann noch gesagt hast, was ganz wichtig ist, ist dann diese eine Übersicht zu haben, welche Libraries habe ich eigentlich drin, um dann schnell zu reagieren zu können. Und normalerweise vielleicht auch diese Security Incidents wird bei großen Unternehmen wahrscheinlich auch, da gibt es einen Sicherheitsexperte, der das in dem Kanal reinpostet und verfolgen kann und dann die Updates. Also die wichtigsten Sicherheitsexperten sind eigentlich die handelnden Personen. Ja, also ich sage immer, und bei unseren Kunden, ich sage immer, wenn auf die Frage, wer ist für das Thema Sicherheit verantwortlich, alle mit dem Finger auf eine Person zeigen, dann sage ich immer, wir nehmen jetzt bitte unsere rechte Hand und fassen uns einmal bitte selber zur Nase. Ja? Und was ich sagen möchte damit ist, jeder eigene hat einen gewissen Teil der Verantwortung inne. Und ich wollte auch noch etwas ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich nicht jede Wald- und Wiesenbibliothek verwenden. Wir sind jetzt gerade wieder beim Thema Authentizität. Ja? Also bitte nur Bibliotheken verwenden, die aus authentischen Quellen kommen. Ja? Wo ich weiß, wer dahinter steht, wo ich weiß, wer der oder die Maintainer sind und wo ich vielleicht auch eine halbwegs Gewähr dafür habe, dass wenn da mal was drin ist in dieser Bibliothek, dass sich dann auch jemand drum kümmert, diese identifizierten Sicherheitslücken aufzustopfen. Also das sieht man schon, diese Schutzziele, also was aus diesem organisatorischen Bereich kommt, die haben durchaus auch sehr praktische Bewandtnis und kann man eigentlich im Tagesgeschäft immer auch anwenden. Sehr schön. Dann springen wir gleich über zum nächsten Thema. Ich glaube, ich habe dich vorhin schon unterbrochen. Gehen wir da wieder zurück. Was findest du noch als bei Pentest? Das eine genau, mit Applikation. Ja. Richtig, wir waren vorhin beim Thema Pentest und häufige Sicherheitslücken stehen geblieben. Ich hatte schon erwähnt, wir finden häufig eben Artefakte aus Entwicklungszeiten in Codes, die ihren Weg in die Produktion gefunden haben. Wir stellen sehr häufig fest, dass Produktionsdeployments sehr gesprächig sind, wenn es zu Fehlern kommt. Also der Angriff funktioniert dann so, dass man versucht, einen Fehler zu provozieren, und statt dass die Anwendung einfach nur einen Fehler ausgibt, ein unbekannter Fehler ist aufgetreten, kommt dann eben so ein sehr großer Stack Trace mit allen möglichen Details,
Und der versierte Angreifer geht halt so vor, dass er oder sie möglichst viele Fehler produziert und über diese Stack Traces dann sehr detaillierte Einblicke gewinnt in die dahinterliegende Technologie und sich mit diesen Informationen dann weitere Angriffe sozusagen zusammenpuzzeln kann. Was auch sehr häufig vorkommt an Lücken, sind alle Arten von sogenannten Injection-Lücken. Beispielsweise sehr bekannt, so eine sogenannte SQL-Injection-Lücke. Da modifiziert man Parameter, Abfrageparameter, um quasi das dahinterliegende Datenbanksystem dazu zu bringen, die Anfrage, oder eine modifizierte Anfrage auszuführen und da beispielsweise Daten zu kompromittieren oder auch zu klauen. Ja, und kann man sich darüber streiten, was ist schlimmer, wenn ein Angreifer Daten löscht oder Daten klaut. Ich sage immer, es kommt sehr auf den Kontext und das Anwendungsfeld an. Wir haben viele Kunden im Digital Health Bereich. Da ist es sehr viel schlimmer, wenn ein Angreifer in die Lage versetzt wird, beispielsweise mal eine komplette Patientendatenbank zu klauen und den Anbieter dann zu erpressen damit. Also wenn er es vielleicht schafft, die Anwendung zum Absturz zu bringen oder Daten zu löschen, was natürlich auch nicht schön ist. Ja. Ja, gibt's auch ein Beispiel vom Data Science mit SQL Injection, was ich letztens gesehen hatte, erst, dass jemand, also Data Scientist, wo Bilderkennung macht, durch die Straßen geht und Autos erkennt, also von selbstfahrenden Autos, hat jemand einfach hinten auf sein Nummernschild drüber geklebt, irgendeinen SQL-Befehl Ja. injection. Das ist ein bekanntes Thema, dass man da auch aufpasst, wenn man jetzt einen Bilderkennungsalgorithmus hat, scannt ein Bild ein, will vielleicht ein Nummernschild einscannen Ja. und jemand überklebt das dann mit einem SQL-Befehl, alles löschen oder so, dass es dann auch nicht in der Datenbank dann eingeführt werden kann. Es ist nicht sicher, ob es wirklich gestimmt hat, ob es ein echter Case war, aber es ist so ein schönes Beispiel im Data Science-Umfeld. Ich kenne das Bild, auf was du gerade meinst. Ich habe das auch mal irgendwo gesehen, schon eine Weile her. Aber was, glaube ich, wichtig ist an der Stelle, ist die Vorsichtsmaßnahme, die man einfach auch da als verantwortungsvoller, zum einen als verantwortungsvoller Entwickler, aber auch als verantwortungsvoller Systembetreiber wählen kann, ist halt einfach mal zu gucken, dass wirklich die Software, die man einsetzt, Datenbanksysteme, Bibliotheken, auch Middleware-Systeme etc., alles, was man einsetzt, dass das halt immer auf dem aktuellsten Stand ist. Ja, und dass man nicht irgendwie sagt, man lässt das laufen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und stellt dann irgendwann nach 2 oder 3 Jahren fest, hoppla, da ist eine uralte Softwareversion drauf, die anfällig ist mittlerweile für alle möglichen Arten von Angriffen. Also das A und O heutzutage ist einfach Systempflege zu betreiben und wirklich Software-Releases, Komponenten-Releases zeitnah auch einzuspielen. Ja, da gibt es immer so, manchmal gibt es so Entwickler, die sagen, ist doch egal. Ja, oder der eine oder andere sagt, Moment mal, das trifft uns doch gar nicht, weil wir haben kompensierende Maßnahmen wie so eine Web-Application-Firewall davor. Schön und gut, aber wie du vorhin schon selber festgestellt hast, absolute Sicherheit gibt es nicht und niemand weiß, unter welchen Umständen oder unter welchen Bedingungen möglicherweise Angriffe dann doch zum Erfolg führen. Deswegen das A und O ist, gerade auch so in Hochtechnologie-Umgebungen, wo viele verschiedene Komponenten verwendet werden, jemand muss sich darum kümmern, dass die regelmäßig aktualisiert werden. Ist ja auch nochmal ein gutes Beispiel oder auch Motivation da dazu. Die meisten Angriffe kommen ja meistens um die Weihnachtszeit, vielleicht auch die Releases. Das heißt, wenn man jetzt ein altes System hat, seine Pakete nicht updatet, dann sind die jetzt vielleicht 4 Jahre alt. Es ist kurz vor Weihnachten und es kommt eine neue Warnung für eine Library und jetzt muss man die schon noch updaten. Aber wenn die Software jetzt 4 Jahre alt ist, dann haben sie vielleicht irgendwelche Funktionen geändert und alles, Libraries, Dependencies gehen nicht mehr. Ganz Dann kann genau. man das nicht einfach schnell hochziehen, ich gehe jetzt mal in Weihnachten, sondern kann eher sein, dass man vielleicht noch einen Weihnachtsurlaub absagen muss oder sonstigen Urlaub. Das passiert ja meistens nicht dann, gerade wenn man es braucht, sondern wenn man es nicht braucht und dann hat man vielleicht so einen Security-Incident, muss natürlich schnell upgedatet werden können und dann muss man es vielleicht komplett lahmlegen. Also Ja. negatives Beispiel dazu. Also auch haben wir letztes Jahr gesehen in einem Kundenprojekt. Da hat der Kunde genau den Fall gehabt. Die haben ein sehr altes Debian Linux gehabt, was nie groß aktualisiert wurde. Der hat Bibliotheken da drauf gehabt, die relativ hart mit der Applikation verwoben waren. Und war er an dem Punkt, dass er tatsächlich einen Login hatte und nicht mehr in der Lage war, die ganzen Komponenten auf den jeweils aktuellsten Stand zu hieven. Ja, weil so viele Cross-Dependencies da drin waren. Und auch die Menschen, die das irgendwann mal entwickelt haben, dann auch schon gar nicht mehr in der Firma waren.
Und auch da, also ich spreche ja sehr häufig mit CTOs und oder auch in den Technologiefirmen mit Geschäftsführern, und ich sage halt auch immer, schaut, dass ihr euch nicht abhängig macht von einzelnen Ressourcen, von einzelnen Personen. Schaut, dass die Leute ihrer Pflicht nachkommen, die Dinge vernünftig zu dokumentieren, und dass es auch jemand gibt, der sich um dieses ganze Thema Abhängigkeiten und Aktualisierung von Systemen, Applikationen und Komponenten kümmert. Es geht nicht immer nur um Features und Functions, sondern es geht auch darum, den Bestand so zu sichern, dass er robust und ja, bulletproof ist, sozusagen, gegen entsprechende Angriffe. Dann gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Hast du noch so abschließend noch Erfahrungen von Pentest, was du gefunden hast? Ich glaube, was ich halt schon gesehen habe, sind Passwörter in GitHub. Noch abschließend, wir sind schon recht weit im Podcast. Ja, also in unserem Tätigkeitsfeld, das Spannende ist halt die Varianz an Themen, die man sieht. Was in schöner Regelmäßigkeit vorkommt, das ist jetzt vielleicht bei euch im Data Science Umfeld gar nicht so virulent, aber bei allen Arten von Applikationen, wo man irgendwie über irgendwelche Benutzeroberflächen was eingeben kann, die sind halt häufig auch anfällig für eine spezielle Art von Injection-Angriffen, wo man nämlich versucht, über diese Eingabefelder beispielsweise maliziösen, also bösartigen Code einzuschleusen, der dann gegebenenfalls beim Benutzer ausgeführt wird. Man spricht da von sogenannten Cross-Site-Scripting-Angriffen. Funktioniert wie folgt. Ich versuche als Angreifer eine schlecht konfigurierte Anwendung dahingehend auszunutzen, dass ich einen Artefakt JavaScript-Code dort über so ein Eingabefeld versuche, in die Applikation hinein zu injecten, neudeutsch, und hoffe, dass die Applikation das speichert, ja, ohne entsprechende Maskierung der eingegebenen Zeichen, und dass dann beim nächsten Benutzer, wenn also quasi der Inhalt angezeigt werden soll, dass dann dieses Stück JavaScript-Code ausgeführt wird. Das passiert häufig dann auch, wenn Menschen oder Benutzer mit veralteten Browsern unterwegs sind, wenn es also zur Ausführung dieses Codes kommt. Aber es ist auch häufig so, dass, haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder gehabt, dass auch in modernen Architekturen die Anwendungen nicht daraufhin getestet werden oder die Entwickler da auch nicht aware sind dafür, und dass man dann eben über solche Cross-Site-Scripting Angriffe es entsprechend ermöglicht oder es schafft als Angreifer, fremden Code entsprechend auszuführen. Das sind so die häufigsten Dinge, die wir so sehen. Es gibt eine ganze Latte an verschiedenen Risiken, speziell so für Web-Applikationen. Das Schlagwort ist dort OWASP, das Open Web Application Security Project, wo man die sich regelmäßig damit beschäftigen, was sind eigentlich so die Top-Sicherheitslücken in Web-Applikationen. Und an dem orientieren sich diese ganzen Ja, man denkt vielleicht auch mit diesen Online, mit den Anwendungen, dass ein Data Scientist vielleicht nicht so viel damit zu tun hat, aber es gibt schon diese Visualisierungstools, Dash, Streamlit, dass man Dashboards baut, vielleicht auch den User ein Textfeld eingeben lässt. Auch jetzt mit den Chatbots, was Thema ist, mit den Rags, dass jemand selber ein Chatbot baut, dann hat man auch ein Eingabefeld. Also es kommt häufiger vor, auch wenn man im ersten Blick vielleicht gar nicht dran denkt, muss man doch öfter so eine Webanwendung bauen, wo das dann der Fall sein kann. Also da, super spannend, können wir gerne mal bei nächster Gelegenheit mal in dem gemeinsamen Projekt mal gucken, ob wir es schaffen, da sowas auszunutzen. Ich denke mir, auch da kommt das Thema zum Tragen, was wir vorhin schon besprochen haben, nämlich viele verschiedene Komponenten, die da zusammengestöpselt werden, ja, Lego-Bricks, ja, und niemand weiß so genau, was in dem Lego-Brick drin ist. Und da ergeben sich natürlich auch diverse Anwendungspunkte. Dann kommen wir jetzt noch zum Schluss. Du hast schon einige Tipps gegeben, einige Erfahrungen berichtet. Wir können noch mal, hast du ein bis drei Tipps, was du vielleicht für Data Scientisten mitgeben würdest? Wenn wir den Ringschluss mal machen zum Anfang, wo ich gesagt habe, Data Scientists sind ja auch nur Menschen, ja, dann würde ich einfach sagen, dieses ganze Thema Awareness für diese ganzen Angriffe ist einfach auch etwas, was jeden Data Scientist auch kümmern sollte. Wir haben jetzt noch nicht, groß über das Thema oder noch gar nicht über das Thema Phishing gesprochen, aber eine Verhaltensregel, die ich auch mitgeben würde, ist, man soll bitte unbedingt wachsam sein, wenn man halt irgendwelche E-Mails geschickt bekommt
wo irgendwelche Links drin sind, wo möglicherweise sich jemand dann auch wieder für jemand anders ausgibt und man ist irgendwie verleitet, da auf diesen Link drauf zu klicken. Oft ist es eben so, dass da auch Angreifer sehr gezielt schauen, was gibt's bei einer bestimmten Organisation zu holen, und die spionieren halt typischerweise ihr Umfeld auch extrem, das Umfeld des Zieles sehr, sehr gut aus, sodass man als Data Scientist oder auch als Person, die in dem dummen Umfeld arbeitet, sich einfach auch immer bewusst sein sollte, dass man da mit sensiblen Informationen umgeht, auch mit Informationen, die einen Wert haben für Außenstehende, beispielsweise für Konkurrenten. Ich stelle mir beispielsweise vor, dass so ein Modell, so ein Data Science Modell möglicherweise auch für Marktbegleiter durchaus interessant sein könnte. Ja, wobei ich auch gelernt habe, das Modell alleine ist wahrscheinlich nur die halbe Miete. Ja, die Trainingsdaten gehören auch mit dazu, ja, oder die Inputdaten. Aber wenn es eben einen Angreifer schafft, dort einen Weg in die Organisation reinzufinden und Informationen zu stehlen, dann ist das wahrscheinlich nicht im Sinne dieser Organisation. Und ganz grundsätzlich, ja, wie heißt so schön immer, Augen auf beim Tagesgeschäft. Gerade das Thema Authentizität, was wir vorhin besprochen haben, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Die Quellen, aus denen Daten und Informationen kommen, sind die wirklich authentisch? Kann ich darauf vertrauen, dass diese Informationen wirklich echt sind und vor allen Dingen aus der Quelle stammen, aus der die vorgegeben wird? Ja? Oder ist es mir vielleicht doch irgendwas, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob da mir jemand versucht, was unterzuschieben? Ja? Also ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge, von denen ich denke, auf die es im Data Science Geschäft auch ankommt. Sehr schön. Also ich mache jetzt einen harten Cut. Wir sind jetzt drüber. Wir haben auch schon viel gemacht von der Zeit, recht ausführlich. Wir sind von ISO 27001 über Pentest, über Regulatorien drüber gegangen. Ich denke, das ist ein sehr umfangreiches Thema. Wir haben so einen guten Überblick bekommen, gute Beispiele. Man kann wahrscheinlich noch tiefer einspringen, aber ich denke mal schon auch die Awareness und wie du auch schon gesagt hast, jeder, denke ich mal, wichtig auch mitzunehmen. Jeder soll sich in seine eigene Nase fassen, nicht nur irgendwie jemand dafür verantwortlich machen. Also Thomas, vielen Dank für die Teilnahme des Podcasts. Es hat Spaß gemacht, sehr wichtige Insights aus dem Sicherheitsumfeld. Herzlichen Dank für die Einladung, René, und bis bald. Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.